Und jetzt Anno Penis. Heute von Patrioten, Idioten und Volkes Stimme. Pegida. Pegida. Das klingt im ersten Moment mehr wie eine ansteckende Hautkrankheit im Intimbereich oder ein IKEA-Möbel, ist aber die Abkürzung der patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Was für ein Name. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Das klingt wie das Endergebnis einer feuchtfröhlichen Nacht zwischen Thilo Sarrazin und der AfD. Aber vor allem klingt es nach angestaubten Vorurteilen und lässt dabei dann noch ganz eigene laut werden. Was für eine Gesinnung darf man bei solch einem Vereinstitel vermuten? Was für eine Anhängerschaft? Was ist das für eine Gemeinschaft, deren selbst erklärtes Motto gewaltfrei und vereint gegen Glaubens- und Stellvertreterkriege auf deutschem Boden ist und die sich zeitgleich im eigenen Titel gegen die Verbreitung der zweitgrößten Glaubensrichtung ausspricht? Und weil das alles so herrlich braun oder zumindest ocker klingt, lädt man bei dieser Veranstaltung heimatliebender Europäer dann nicht zu einem guten alten deutschen Fackelzug, sondern zu einem Abendspaziergang und lässt in den sozialen Netzwerken verlauten: Morgen ist Pegida-Tag, wir sind das Volk, Dresden zeigt, wie es geht. Ach du Scheiße. Wir sind das Volk. Dieser Satz in Verbindung mit Dresden ist so alt wie falsch und unangebracht noch dazu. Wir sind ein Volk und zu diesem gehören auch 4,3 Millionen Muslime. War im Tal der Ahnungslosen das Ganze noch Ausdruck eines Wunsches, dass aus zwei getrennten Dingen endlich wieder eins wird, steht heute die Entzweiung im Vordergrund und das Gesagte verkommt zur austauschbaren Phrase, wobei man die Versammlung der nationalen Liebhaber kaum von einer Fanmeile beim Public Viewing unterscheiden kann. Und auch wenn man Fakten entgegenhalten könnte, dass jährlich Milliarden in den Sozialkassen von Menschen ohne deutschen Pass eingezahlt werden, dass wir in diesem Jahr nicht einmal 30% der Asylanträge stattgegeben haben, was 33.813 Menschen entspricht, und wir damit gemessen an unserer Einwohnerzahl und Wirtschaftskraft im internationalen Vergleich weit zurückliegen. Der Unterschied zwischen einem Flüchtling und einem Auswanderer ist nur ein kleiner, aber entscheidender. Dem Flüchtling fehlt das Kamerateam, das das Ganze filmt und als gleichnamige Doku-Reihe auf Vox versendet. Für ihn heißt es allzu oft: Goodbye Deutschland. Nur dieses Mal für immer. Und doch, man kennt einen, der hat schon mal von einem gehört, der das Asylrecht ausgenutzt hat oder der sich partout nicht integrieren will. Die Leistungen für Asylbewerber liegen 30 Euro unter denen eines Hartz-IV-Beziehers. Und dessen 391 Euro stellen laut Bundesverfassungsgericht schon ein Existenzminimum dar. Und von Sozialbetrug im Zusammenhang mit Hartz IV hat man ja auch noch nie etwas gehört. Dass dann in den letzten 3 Jahren die Mittel für Integrationsförderung um 4 Millionen Euro gekürzt wurden, bei zeitgleich steigenden Antragstellern, ist das noch fahrlässig oder schon Vorsatz? Aber da gibt es doch diese Salafisten, sicher. Aber auch im Abendland gibt es religiös verblendete Fanatiker und Menschen mit einem längst überholten Frauenbild. Arschlöcher gibt es in jeder Gemeinschaft. Nur hier genießen sie sogar Rede- und Meinungsfreiheit. Die Welt steht vielerorts in Flammen und wir wundern uns, wenn es an der Tür klingelt, weil jemand sich hier Besserung, Zuflucht oder wenigstens Sicherheit erhofft. Betont Mutti nicht in jeder Neujahrsansprache, dass es dem Land gut ginge? Haben wir nicht gerade erst die schwarze Null erreicht, sind IFO-zertifizierte Exportweltmeister und schenken wir dem millionsten Gastarbeiter zur Begrüßung nicht ein Mokik? Bei der Angst vor Fremden, da stören Fakten nur. Heute bauen sie ihre Moscheen in unsere Vorgärten und morgen, da rufen sie das Kalifat von den Dächern. Parolen, die dem Kleinhirn von der Straße gefallen. Unabhängig davon, dass Muslime erst 5,2% der Gesamtbevölkerung ausmachen. Die vorangeschrittene Islamisierung des Abendlandes hatte ich mir dann doch irgendwie ganz anders vorgestellt. Wenn die Zeiten düster sind, suchen die Menschen entweder Hoffnung oder einen Schuldigen. Interessengemeinschaften wie Pegida geben Hoffnung, denn sie bieten einen Schuldigen. Mitläufer gab es schon immer. Jede Unbedarfte jedoch, die sich einer Sache verschreiben, weil ihr latenter Rassismus darin aufgeht
oder die sich in ihrem Weltbild bestätigt fühlen, das sie aus dem Mittagsprogramm der Privaten und der Bild haben, oder ihre Rechtfertigung mit "Ich bin kein Punkt, aber" beginnen, seien an dieser Stelle gewarnt. Wer sich mit Arschlöchern umgibt, der darf sich nicht wundern, wenn man ihn eines Tages für ein ebensolches hält.